Tegetthoff-Platz-Denkmal. Der Tegetthoff-Platz in Graz befindet sich nicht unweit der Reiterkaserne zwischen der Leonhardstraße und der Elisabethstraße. Am Ende des Parks steht das Denkmal des Admirals Wilhelm Freiherr von Tegetthoff. Wilhelm von Tegetthoff wurde 1827 in Marburg als Sohn eines K&K-Oberstleutnants geboren. Bereits als 37-jähriger Offizier der K&K-Kriegsmarine wurde er zum Kontreadmiral befördert. Sein Sieg in der Seeschlacht von Lissa am 20. Juli 1866 gegen die italienische Flotte im verlorenen Deutschen Krieg, Preußen und Italien gegen Österreich und den Deutschen Bund, machte ihn zu einem Seehelden. Für seine Rammtaktik gegen die überlegene italienische Flotte erhielt er das Kommandeurkreuz des Militär-Maria-Theresien-Ordens und wurde zum Vizeadmiral befördert. 2 Jahre später beförderte ihn Kaiser Franz Josef I. zum neuen Kommandanten seiner Majestät Kriegsmarine. 1871 verstarb Tegetthoff im Alter von 43 Jahren. Sein Grab befindet sich in Graz auf dem Friedhof von St. Leonhard.